Schön. Das Problem war, die Kette hat sich hinten zwischen Speicher und Zahnkranz verklemmt. Deswegen kam ich nicht voran. Alles klar. Jetzt geht es gleich besser. Ja. Bis gleich. So. Da oben ist schon das Licht vom Turm. Das ist geil zu sehen. Vielleicht seht ihr es. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Also wenn ihr zwei oder drei rote Punkte seht, dann ist das der Brocken, die Spitze. Oh, ich freue mich so, ich bin gleich da. Kann nicht mehr lange dauern. Die schlimmsten Höhenmeter habe ich hinter mir. Also irgendwie gibt es dauerhafte Probleme, wo ich hier oben bin, 5G, meine Gehirn werden immer kontrolliert, oh, wer weiß. Ich kann mal die Lampe einstellen, so ist besser. Das seht ihr glaube ich auch ein bisschen mehr, ne? Also ich kann auf jeden Fall besser sehen. War schon mal jemand von euch auf dem Brocken mit dem Fahrrad? Von unten. Oh, es geht bergab. Ist das nice. Oh. Kühler Wind. Ein bisschen Schwung holen. Und wieder bergab. Immer noch. Ich weiß nicht, irgendwie sagt der ganze Zeit, er hat ein Problem. Ja, was ist denn? Etwas ist schief gelaufen. Ja, was denn? Ich will kein Problem melden. Ich will einfach nur filmen. Ich will einfach nur live sein. Nein, Telefon will ich nicht schütteln, um ein Problem zu melden. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Übrigens, rechts von mir läuft diese komische Bahn, die auf dem Brocken fährt. Also zumindest die Spur. Ich finde es ja krass, dass so spät abends noch so viele Leute unterwegs sind. Man hat's ja vielleicht in dem vorherigen Video, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt hochgeladen hat, aber sind mir glaube ich insgesamt sind mir schon 30 Leute entgegengekommen. Und einer, der auch noch hochläuft. Ein Fotograf. Die wahrscheinlich muss ein bisschen das Umland fotografieren. Eieiei. Also, Brocken ist eine Sache. Aber Küffhäuser denkt mal morgen. Puh. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind noch. Sind, ich glaube 130 oder so. Also heißt es morgen oder nachher ein bisschen früher aufstehen. Vermutlich so gegen 6. Damit ich um 7 spätestens loskomme. Wenn ich 10 Stunden brauche. Küffhäuser denkt mal. Auch noch mal Nummer für sich hochwärts. Runterwärts ist dann alles easy. Das geht ja dann. Das ist ja wie Wasser kochen. Und machen fertig. Oh. Eieiei. Also ich glaube, mein Haar ist nach der Tour völlig rum. Also richtig, richtig rum.
Leute, ich muss mal nach oben stellen, damit ihr auch mal seht, was ich sehe. Hoffentlich. Oh, ist das geil, hier den Brocken zu sehen. Ich habe meiner Mama gesagt, dass ich ihr immer Bescheid gebe, wenn ich einen Schlafplatz gefunden habe. Das kann dann heute wohl ein bisschen länger dauern. Als wenn ich auf dem Brocken bin. Dann kann ich sagen, jo, ich bin da. Ich gehöre schon auf die Sichtbahn. Aber das mache ich nicht. Das habe ich mir schon mal gemacht, dann habe ich mich extra, nicht extra, aber ich mich ganz schön verfahren. Ich bin heilfroh, jetzt gleich da zu sein. Das ist unglaublich. Dass ich den Scheiß aber auch knallhart durchgezogen habe, das ist schon... Also, ohne Scheiß, danke an alle, die bis seit Beginn meiner Tour in irgendeiner Weise Unterstützung gegeben haben, Zuspruch gegeben haben. Gesagt haben, dass wir das respektieren und feiern, was ich mache, mir Essen, Trinken oder einfach nur ein Lächeln gegeben haben. Gute Gespräche, also unglaublich. Es ist einfach nur saugeil. Seit letzter Woche Donnerstag 20 Uhr, das ist übrigens kein Abschlussgespräch, seit letzter Woche Donnerstag 20 Uhr unterwegs von Erfurt. Freitag, Samstag und Sonntag. Sonntag 14:30 Uhr, Amsterdam. Einfach nur durchgeballert. 550 oder 560 Kilometer. Einfach nur hardcore durchgezogen. Und jetzt wieder zurück seit Montag. Heute auf dem Brocken. Auf dem Freitag. Und morgen Kyffhäuser Denkmal. Erfurt. Und dann. Ach, das ist ja noch gar nicht. Morgen, ja, am Sonntag, fahre ich zu meiner Oma und meinem Opa. Das ist auch nochmal eine 60-Kilometer-Tour, aber ich mache nur eine Tour, also Hintour. Und zurück fahre ich mit dem Zug. Ich will dann abends noch ein bisschen die Zeit für mich nutzen. Und mal etwas, ich sag mal, ankommen. Man muss ja nicht nur Fahrrad fahren, man kann auch mal einfach mal abschalten. Der Sternenhimmel ist auch so krass geil. Du hast hier keine Lichter. Und hast einfach nur intensiven Blick auf die Sterne. Ja, ist eigentlich schade, heute auf dem Freitag. Einige sitzen ja meistens oder oft zu Hause rum. Oder sind in der Bahn und das Handy. Ich habe irgendwie Angst, dass ich mich verfahren habe. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf Komoot schaue, ob... Ich jetzt einfach mal... Oh nein, ich bin noch live. Ja, wunderbar. Also, eine Viertelstunde bin ich da auf 2 Kilometer. Wird bestimmt gleich nochmal eine schöne Ansteigung. Ich kann es mir schon denken. Frösche habe ich gesehen. Eieiei. Wasser. Ein bisschen dreckig werden zum Schluss, ha? Das ist gar keinerlei Hilfe. Ach, das ist nicht schlimm. Denn ich erzähle gerne mit mir selber. Brauche ich gar nicht. Doch, ich brauche mich schon. So, ein bisschen. So ein bisschen euer Feedback, was ich in der Zukunft besser machen kann, anders machen kann. Mögliche Themen oder Vorschläge, wo man hinfahren kann. Ich bin dafür vieles offen. Ich gebe auch gerne Neues aus. Ich komme hinzu. Jetzt müssen wir aber wirklich langsam mal
Also ja, ich weiß, 1,96 Kilometer. Ich bin nicht gerade schnell unterwegs. Ach du Scheiße. Trotzdem ist das Schild schon relativ nah dran. Zu sehen, wo ich hochkomme. Meine größte Sorge ist, dass ich jetzt nicht vorbeigefahren bin. Aber komm gut zu, ich bin richtig. Ich guck lieber doch nochmal nach. Aber auch jetzt fängt wieder an zu schleifen. Es ist wie gesagt, es ist alles rum. Weil eben das Problem war, dass im hinteren Ritzel die Kette über das größte Ritzel drüber gesprungen ist. Und zwischen Speicher und Ritzel war. Deswegen kam ich nicht voran. Ich glaube, es war ein Fehler, nach Münster oder nach Warendorf da nochmal zu den Radladen zu gehen und nochmal das nachspannen zu lassen. Weil seitdem, muss ich ehrlich sagen, habe ich nur Probleme mit dem Schalten. Also noch schlimmer als vorher. Und das ist schon ein bisschen nervig. So, muss ich jetzt hier links? Ich glaube schon. Nee. Hier noch nicht, oder? Muss ich jetzt hier links, oder? Schotter ist halt auch so mein Feind. Ich hasse Schotter. Nee. Da vorne. Und da geht die Straße bestimmt hoch. Vor allem tiefer Schotter. Oh, ich fahre jetzt wieder hoch, wo die Schilder sind. Und dann klotze ich nur noch die Karte. Sieht doch gut aus. Straße. Ja, das wird hier schon der Weg sein. Warum soll das nicht sein? Fuck. Habe ich nicht gesagt. Das sind übrigens die letzten Meter, Kilometer. Der letzte Kilometer. Oh, bitte Baby. Mach mich nicht fertig, ey. Die letzte Distanz bis auf den Brocken. Ich freue mich so. Ich hoffe, ich kriege oben noch was zu essen. Das wäre so Highlife. Oder ein Bier oder ein Weizen. Oder beides. Oder alles drei. Er will nicht gierig sein. Ihr seid live dabei. Wichtig. Die Spitze des Eisberges erreiche. Wie so ein Betrunkener. Die ganze Straße vermesse. Weil ich einfach nicht mehr kann. Übrigens nochmal als Info. Ich habe das alles im Sitzen hochgefahren. Jetzt kommt wieder das Gefühl eines Pseudoplatten, dass es sich schwerer trampeln lässt. Aber ich bin einfach nur K.O. Wieder der Typ gerade, Pferdelunge. Ja, Mann. Ich hoffentlich auch. Hallo, ja, wer ist denn da? Jetzt muss ich selber erst mitlotzen. Leonie, nee, was? Ich, oh, Scheiße. Geht gleich weiter. Hallo. Ah, shit. Ja. bin ich.
Das habe ich mir auch so gedacht. Aber hier, du hast Glück. Es ist der letzte Kilometer oder die letzten anderthalb. Ach, warte, ich kann es dir gleich sagen. Komm, Dame, sie werden das Glück haben, live dabei zu sein, wie ich den Brocken um, weiß ich nicht, welche Uhrzeit erwische. Ich war gerade eben schon am Verzweifeln. In der Schutzhütte, Schlafsack auspacken, reinlegen, schlafen. Ich hatte gerade das Pech, dass die Kette, habe ich gerade eben schon gelabert, am hinteren Ritzel übergesprungen ist und zwischen Speiche und Ritzel war. Weil mein Schaltwerk ist einfach voll im Arsch. Ich hoffe, du hörst mehr mich als die Kette, welche quietscht. Oder mein Röcheln. Ich bin sozusagen die Harzer Schmalspurbahn. Eieiei. Was ihr noch gar nicht wisst, ich höre dich nur laut stimmen. Ja, ich rauche hier gerade eine nach der anderen. Ich versuche mal ein bisschen leiser zu atmen. Nicht, dass sie sich dadurch getriggert fühlt. Oh, Leute. Aber es ist halt einfach saugeil. Es ist alles dunkel. Es ist ruhig. Ich bin der Einzige, der hier Krach macht. Und der Sternenhimmel ist affen geil. Lass es raus. Ah. Ich hoffe, du kriegst keine Motion Sickness, wie das auf Neudeutsch heißt. Weil ich so hin und her wackle. Was ist eigentlich bei dir los? Warum bist du nicht? Jetzt kommen sie alle, oder was? Was ist los bei euch? Hey Luke! Hey Ronald! Ich weiß. Ich glaube nicht, dass ich eine Maschine bin. Ich glaube, ich bin einfach nur verrückt. I run it. I make her a little more distant. There is some little mountain on 1000 meters, I think. And it was the choice of most of the people that I have to get there. Oh, holy moly. That's the last kilometer before I'm on the top. Oh. Eieiei. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Das Hin- und Hergewackeln ist ja echt übel. Oh, los, komm. Aber ich muss noch ein Stück runter machen, damit ich sehe, was ihr jetzt labert. Was? Zeit? Ah! Hab ich. Was? Oh, ich kann es nicht lesen. Zieh weiter. Ich habe Nachtschicht. Keine Ahnung. Ich muss gleich mal anhalten, damit ich sehe, was ihr schreibt. Oh, links von mir, ich sehe den Turm. Das rote, mit rote Glitzern von den Lampen. Ich gehe jetzt wieder. Jo, hau rein. Wir horchen, sehen uns, schreiben uns. Ja, Luke, klar, Mann. Göttingen habe ich heute schon hinter mir gelassen. Also ich bin nicht durch Göttingen gefahren, aber an Göttingen vorbei. Ach geil, Junge, ich bin gleich da. Oh, Kette, Junge, ich mach mich nicht fertig.
Ey, Luke. Oh nee, jetzt ist er auch weg. Schade. Jetzt kurz vom Ziel. Jetzt kurz vom Ziel, hauen sie alle ab. Alter. Alter. Das gute Wetter hat sich heute gelohnt. Ich zeig's euch gleich. Ich kann gefühlt 80.000 Kilometer weit schauen. Ich sehe Haufen Städte. Ist das ein geiler Blick. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's gleich geschafft. Fuck. Ja, Mann. Oh. Ich muss es jetzt einfach sagen. Ist mir egal. Ich kann mir jetzt darauf einen runterholen. Ist mir egal, was die Richtlinien sagen, aber Alter. Alter. 30 verfickte Kilometer. 35. Von Herzberg am Harz. Um 19 Uhr losgefahren. Auf dem Brocken. Und es ist jetzt 11:15. Halt die Fresse. 19, 20, 21, 22, 22, 30. 3,5 Stunden. Mit Gepäck nach einer Radtour von Erfurt nach Amsterdam. Von Amsterdam bis nach Herzberg am Harz. Und über den Brocken zum Kyffhäuser Denkmal. Vom Kyffhäuser Denkmal nach Erfurt morgen. Guckt euch an. Oh. Fuck you. Ich bin ein geiler Typ. Bin ich ein geiler Typ. Moin. Das tut mir gar nichts. Oh. Am Stein sitzt wer? Welcher Stein? Hier sind viele Steine. Alter. Oh. Fuck. Alter, mir fällt nichts ein, was ich sagen soll. Einfach nur, ich bin oben. Ich bin auf den perfekten Brocken. Also geil, ja. Aber ich bin oben. Ich bin oben. Holla die Waldfee. Jesus Maria und Josef. Oh, mein Arsch. Ja, spontane Entscheidung heute 19 Uhr. Platz hier oben. Schläfst du hier oder was? Ja. Oder in der Hütte da? In welcher Hütte? Da ist, also ist offen die große
Scheiße da vor dem Hotel. Dann werde ich da meinen Schlafsack reinpacken und dort pennen. Ja, dann schläfst du auch. Mit. Oh. Nicht schlecht. So spät noch. Du willst nicht wissen, von wo ich komme. Von wo? Guck hinten aufs Pappschild. Brauchst du Licht? Hab ich. Warte. Letzte Woche Donnerstag bin ich losgefahren, 20 Uhr. Okay. 3,5 Tage. Wow. Bis nach Amsterdam, weil ich da jemanden treffen wollte, der nur am Samstag da, nee, am Sonntag. Samstag, am Sonntag da ist. Am Montag früh wollte er zurück und unten war der in Herzberg. Da dachte ich, scheiße, nicht schlecht. Ey. Also ich wollte, die ursprüngliche Idee war, ich wollte nicht über Kassel fahren. Und hab gesagt, okay, Kassel lässt du weg, weil ich bin da zweimal durchgefahren, das ist keine schöne Stadt. Dann machst du halt die Vollstrecke. Und von der Ferne habe ich hier nicht den Turm und den anderen Turm gesehen. Ich dachte, okay, ach, das war bei der Köterberg bei Friesenau, nee, Friesenau. Köterberg, das ist doch Lippaland, oder? Ja, ja, Freiburg. Ich weiß nicht, wie der Ort hieß. Und was mit FR. Auf jeden Fall nicht da. Da dachte ich erst, das wäre ein Arzt, der da braucht. Kann mir jemand erzählen, wie das ist? Heute so, ich bin eisgeholt, weil ich gesagt habe, scheiß drauf, dann schau mal einen Energieschub. Dopamin, lässt grüßen. Wo ist denn dein E-Antrieb? Rechts und links hier, steht direkt vor dir. Scheiße, nee, ey, du fährst mit einem normalen Fahrrad diese Strecken, ey. Mit einem Mountainbike, und mein Schaltwerk ist gut. Das, die Karre ist komplett durch. Heftig, ey. Ach, ich bin auch nicht. Du bist als ein Cube. Ja, von 2000. 18 oder 19. Also einen warmen Tee kann ich dir anbieten. Ich werde erstmal in Ruhe. Hast du die Mädels gerade noch gesehen? Ja, ja, die vier Mädels. Die haben gemeint, pass auf, da oben sitzt noch jemand am Stein. Ich sage, das stört mich ja gar nicht. Ich bin gerade runter, ich bleib hier oben. Und die haben wahrscheinlich auch gedacht, ach du Scheiße. Oh,